So, und da kommt das gute Ding. Yeah! Unser Tipp. Hey Leute, willkommen in Siebuchens. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Dieses Video wird eigentlich kurz, beziehungsweise ja, ich denke nicht, dass die meisten jetzt an Weihnachten und Heiligabend meine Videos anschauen werden, aber trotzdem wollte ich kurzen Vlog euch zeigen über die Woche, die was so passiert ist. Wir haben nämlich jetzt endlich einen Esstisch und wir haben einen Weihnachtsbaum, wie ihr seht. Das habe ich die Woche so alles gedreht und deswegen, ja, dieses kurze, ja, aber eigentlich hauptsächlich, weil wir euch Danke sagen wollten und beziehungsweise euch auch schönes Weihnachtsfest wünschen, schöne besinnliche Feiertage mit euren Familien, ja, dass ihr die Zeit mit euren Familien verbringt und euch auch Danke sagen, dass ihr so, ja, treue Zuschauer seid und dass wir immer mehr werden. Das freut uns umso mehr und natürlich auch ein riesen Dankeschön für das große Feedback, was wir von diesem Tischtechnik-Mittwoch bekommen haben. Dazu bin ich noch gar nicht eingegangen jetzt an den Sonntagsvlogs, weil letzte Woche hatte ich das Video schon fertig. Ihr seid der Wahnsinn, was da so für eine Reaktion kommt von euch und wie viele Kommentare und wie viele Leute sich dafür interessieren. Natürlich hauptsächlich, klar, die männlichen Zuschauer, aber ja, es freut uns ungemein, wie das ankommt und ja, wir hoffen, wir werden die Zeit dazu haben oder mein Mann, das auch immer so mittwochs rauszubringen. Aber auf jeden Fall wollen wir das auch weitermachen. Und ja, und sonntags, wie gesagt, immer meine Vlogs oder auch mal zwischendurch mal auch ein paar andere Videos. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr uns zuschaut und wir freuen uns auf noch viele weitere Folgen, auf das nächste Jahr mit der Außenanlage und allem drum und dran. Also ihr habt uns dieses Jahr auf jeden Fall bereichert. Es war ein mega anstrengendes Jahr für uns, weil wir echt vieles durchmachen mussten, aber jetzt sind wir froh, dass es einfach ruhig zu Ende geht und wir das Weihnachten mit der Familie verbringen können und ja, wünschen euch dasselbe. Danke euch und viel Spaß bei der Folge noch und ja, bis, ich glaube an Silvester kommt vielleicht auch noch ein Video raus, aber das hatte ich schon vorher abgedreht. Das wird ein 10-Fakten-Video sein über das Haus. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im neuen Jahr. Ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch und schöne Weihnachtstage. Bis dann! Leute, nach halbem Jahr, wo wir hier schon die Küche stehen haben, nach 5 Monaten, was ist los, Mars? Haben wir endlich mal unsere Küchenmaschine bekommen, die ja kaputt war und jetzt ist sie repariert zurückgekommen. Ich werde euch berichten, wie wir damit jetzt mal, ja, kochen werden. So, das erste Mal Garage benutzen. Hallöchen! Ja, wir wollen jetzt den Tisch ausmessen und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, wir wollen den gleich mal ausmessen, weil wir jetzt so einen neuen Laden nicht gefunden haben, aber wir überlegen jetzt wieder uns eine neue Lösung, weil wir immer noch nicht den perfekten Tisch gefunden haben. Ja, jetzt wollen wir das ausmessen, gucken, wie es auf dem Boden ausschauen wird und ja, vielleicht haben wir bald irgendwann einen neuen Esstisch. Ja, hier ist unser Perfektionist, Mr. Perfect. Wir überlegen 2,20 Meter oder 2 Meter, was halt besser ist. 2,20 Meter, eigentlich wollten wir einen ausziehbaren Tisch, aber die sind alle arschteuer. Deswegen haben wir uns entschieden, einfach einen größeren Tisch zu holen. Und dann ist der halt einfach größer und steht dann da. Und falls wir noch mehr Besuch bekommen, dann können wir immer noch unseren altgeliebten kleinen Tischchen, den wir schon seit zig Jahren haben, den kann man ganz schnell aufbauen und dann dazustellen. Ja, die Überlegung ist auch hier 90 oder 1 Meter, weil da kommt ja noch die Kaminbank. Was machst du, Maus? Da kommt hier noch die Kaminbank hin. Und dann noch die Stühle, die ragen ja auch ein bisschen raus. Und hier soll es halt auch nicht zu eng sein. Also ist alles gar nicht so einfach. Wir haben eigentlich so viel Platz, aber trotzdem will man das irgendwie dann ja so perfekt wie möglich haben, dass es auch gemütlich ausschaut. Ja, also wir überlegen gleich 2,20 Meter oder das Fenster ist wie breit? 3,50 Meter, ne? Das mal. Ja, wir schauen mal gleich. Also ich sag's euch, wir sind voll die Freaks, gell?
Wir simulieren jetzt die Bank, die wir hier noch nicht haben. Also diese Sitzbank, beziehungsweise die verlängerte Treppe, die dann ja hier gehen wird. Und die dann in so eine Bank rübergehen wird fürs Holz und so weiter und so fort. Und dann hier der Esstisch. Ja, mit den Stühlen dran. Da sollen dann drei Stühle dran, dann jeweils an einer Seite. Jetzt überlegen wir, ob das vielleicht nicht zu eng hier ist. Ich weiß, man muss Probleme haben, so wie wir, ne? Aber ich weiß nicht, ob das darüber noch muss. Also ich habe das Gefühl, dass es, wenn du jetzt hier reinkommst, also sorry für das Chaos, ne? Aber wenn du jetzt hier rein so kommen wirst, dann bist du an den Stuhl direkt am Kleben. Ich meine, es werden ja auch andere Stühle, aber trotzdem. Ich finde, das muss noch mehr zum Fenster. Ich weiß es nicht. Hey Leute, heute mal ungeschminkt, sorry. Leider gibt es ja bei den Vlogs oder generell bei Kameraeinstellungen keine so schöne Snapchat-Filter oder sowas. Das ist echt schade. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Gestern haben wir ganz spontan einen Esstisch gefunden und ich habe aber leider die Kamera vergessen mitzunehmen. Und wollte dann zu Hause schnell alles aufnehmen, wie super drauf ich war und glücklich. Ich war total hin und weg, aber wir sind nach Hause gekommen. Die Kleine hat schon gekränkelt, weil die eine Impfung bekommen hat. Und ja, dementsprechend war unsere Nacht. Und ja, die Kleine hat Fieber und jetzt heute sind wir auch nur, irgendwie nur am Fernseher hängen, so ungefähr. Darf sie dann auch mal, wenn sie krank ist. Ja, aber auf jeden Fall, gleich wird der Tisch gebracht und die Stühle, die wir bestellt haben vor einigen Monaten. Und deswegen, ja, filme ich das gleich und ich bin total gespannt schon und mega, 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 mega einfach aufgeregt, weil ja, jetzt wird unser Essbereich, ja, nimmt so langsam Gestalt an und ich kann es irgendwie noch gar nicht glauben. Auf jeden Fall, gleich ist es soweit, gleich kommt der Anton und bringt uns die ganzen Sachen und ich freue mich so. Das ist schon mal die Verpackung. So sehen die guten Dinge aus. Habe ich ja auch schon mal gefilmt. Hey Maus, Papa kommt gleich. Ja. Hier bleiben, Schatzi. Nicht im... So, und da kommt das gute Ding. Ja. Unser Tisch, ja, der sieht jetzt hier natürlich in der Farbe noch ein bisschen anders aus, weil kein Tageslicht ist. Ja, also die Geschichte zu dieser Tischplatte. Ganz kurz schon mal vorab. Liana, ja, das ist Eiche weiß gekalkt. Also wenn ich das morgen im Tageslicht filme, dann sieht das auf jeden Fall nochmal kühler aus. So ähnlich wie der Boden auch oben bei uns. Und so wollten wir dann auch die Treppe machen und dann wird das so alles ineinander passen. Auf jeden Fall, diese Tischplatte haben wir bei dem Sonderlagerverkauf ergattert, sag ich jetzt mal. Mit solchen Stahlfüßen in schwarz. Ja, deswegen habe ich auch nicht wirklich mitgefilmt oder beziehungsweise habe auch gar nicht die Kamera so sehr mitgenommen. Das muss noch ein bisschen angeschliffen werden, die Oberfläche. Das ist jetzt so quasi noch Rohholz, wenn man das so sagen kann. Und dann müssen wir noch eine Versiegelung drüber machen, so ein Wachs. Und dann ist der Tisch fertig. Ja, und es war halt ziemlich günstig und 2,20 Meter groß, also Riesenteil. Und ja, alles, was wir haben wollten. Und dann haben wir einfach zugeschlagen, auch wenn das so, ich glaube, irgendwo in einer Ecke ist da eine kleine Macke drin. Und aber das lässt sich halt rausschleifen. Und da wir eh die Lasur nochmal drüber machen müssen, ja, haben wir gedacht, der Anton ist ja eh so einer, der gerne alles so selber nochmal aufpimpt oder macht. Oder wir generell beide. Deswegen war das ganz gut passend für uns. Und jetzt mache ich mal einen Stuhl auf. Okay, man sollte vielleicht vorher lesen, wenn man ein Paket aufmacht. Da sind zwei Gestelle drin. Ja, muss ich mal ein anderes Paket also öffnen, um die Schale zu sehen quasi. Also das sind schon mal die Gestelle. So, dann bin ich mal gespannt. Oh Gott, die sehen so schön aus. Ja, ich meine, ihr könnt noch nichts erkennen. Ihr wisst ja nicht, wie die wirklich aussehen, aber ich weiß es. Und ja, oh, die sind auch schwer. Wundert euch nicht, wieso ich das alleine mache, weil Anton gerade nicht, weil er noch den Bus wegfahren muss. Ja, das ist dann der Sitz. Sieht aus wie so ein Kindersitz.
Aber ja, in so einer Halblehne quasi. Und das ist ja Kunstleder. Und in so einem, da steht grau-blau drauf auf der Verpackung. Ja, das ist halt so ein, ja, grau-blau halt, ne? Aber perfekt für unsere Küche. Also, oh Gott, das wird so schön aussehen. Übrigens, die Geschichte zu diesen Stühlen. Es gibt, bei uns ist ja nichts irgendwie ohne irgendwelchen Fails, sag ich jetzt mal. Wir müssen hier immer irgendwas haben oder nicht klappen. Hier war, oder beziehungsweise ein Tipp an euch. Also wir haben die für, kann ich euch ja sagen, für 169 Euro der Stuhl gekauft. Und das war schon nachverhandelt. Also die waren eigentlich mal für 199. Da haben wir noch im Laden nachverhandelt, dass wir halt die 6 dann halt günstiger kriegen und so weiter und so fort. So, und einen Monat später haben wir ein Blättchen von dem Möbelladen bekommen. Und da waren die dann schon für 169 haben wir gekauft und die waren für 149 oder für 139, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, mein Mann ist ja so ein Perfektionist und auch so ein Fuchs, was das Ganze angeht. Also der liebt es ja nachzuverhandeln und auf seinem Recht zu bestehen, was das Thema angeht. Auf jeden Fall hat der gerade eben, ja, ging erst bis zu der Chefetage so ungefähr. Ja, aber er hat seinen Willen durchbekommen. Nee, also war alles reibungslos. Die meinten, die haben direkt eingewilligt, ja, weil wir hätten jetzt noch eine Teilzahlung machen müssen. Ja, für die 6 Stühle halt den Restbetrag. Hast du aufgegessen, Schatz? Super. Super. Du aufgegessen? Ja. Und ja, auf jeden Fall wurde uns jetzt pro Stuhl 34 Euro nochmal nachgelassen, so wie es dann quasi fast in der Werbung war. Finde ich super. Deswegen gebt immer Acht auf das, was da quasi, was ihr gekauft habt und was später vielleicht ein Blättchen ist oder generell, wenn ihr es zu diesem Preis seht, dass ihr da auch immer nachhakt. Und ja, ich habe zwar immer so ein bisschen Scheue, das nachzufragen, aber der Anton sagt immer, es ist ja dein Geld, du, wieso sollst du jemandem das Geld schenken? Und die haben eh so hohe Gewinnmargen bis zum geht nicht mehr. Wenn ich überlege, von ja, 200 Euro haben wir jetzt den Stuhl für so viel günstiger bekommen. Ja, also Leute, immer schön nachverhandeln. So, Stuhl, Herstellung in the making, ne? Jetzt wird der Stuhl aufgebaut, der erste. Ja, sorry für die Lichtverhältnisse hier. Es ist ziemlich warmes, komisches Licht, aber ja, noch haben wir keine guten Lampen hier, ne? Wollen wir hier einen Elektriker haben? Und dann sagst du mir. Tada! Da ist der erste Stuhl fertig. Aber ich finde, der ist so hübsch. Sorry, das für hier die Messi-Bude. Aber Kind ist krank und deswegen, ich setze mich jetzt hin. Und sorry für diesen Look. Aber ich sitze auf diesem geilen Stuhl. Oh, der ist so bequem. Richtig zum, ja, bequem essen. Jetzt wird der Tisch endlich montiert und Tischbeine kommen dran. Ja. Ich filme dann einfach gleich mal weiter, wenn es soweit ist. Leute, ich flippe aus. So sieht es aus in einem fertigen Zustand. Und ja, ich muss natürlich noch in der Küche und alles gleich aufräumen. Aber so schön. Ich kann es gar nicht glauben. Aber wieso steht jetzt der Stuhl nicht richtig? Ja, Das ist jetzt ein 2,20 Meter Tisch und ich finde, die Stühle, ich glaube, die sind mal bestimmt über 60 cm oder 60. Nicht die Blume, Schatz. Nein. Liana? Nein. 2,20 Meter, ich finde, es ist, also klar, das ist riesengroß, mal 1 Meter, aber ich finde, es ist trotzdem, ja... Es hätte noch größer sein können, so ungefähr halt, ne? Also es ist schon mega. Deswegen, also wer irgendwie schwankt zwischen 2 Meter und 2,20 Meter, 2,20 Meter bei solchen Stühlen, ist auf jeden Fall schon ein Muss, weil sonst ist es zu eng. Ich hätte es gerne noch ein bisschen freier gehabt, aber so finde ich es auch ganz schön. Ich meine, wir sitzen ja nicht alle so komplett immer zu sechst mal hier, ne? Das ist ja nur, wenn mal so Freunde da sind oder sowas. Ansonsten kann man natürlich auch die Stühle an den Kopfseiten auch hinstellen, aber da wir da den Hochstuhl haben, ist es eh jetzt erstmal, wird das erstmal so stehen bleiben, sagen wir es mal so. Ja, ich finde das so schön, ich bin voll verliebt und am liebsten würde ich jetzt hier eine ganze Nacht an dem Tisch verbringen irgendwie, ja.
jetzt wird endlich bei uns auch der Baum geschmückt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin so gespannt, wie der aussehen wird. Und so schaut das gute Ding aus. Voll schön, oder? Ich mache mich jetzt fertig. Hier dröhnt ein bisschen die Musik, weil heute ist Mädelsabend. Endlich mal nach 2 Jahren gehen wir raus. Ach übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich euch erzählt habe, zu unserem Tannenbaum. Der sah im Licht irgendwie so ein bisschen ärmlich aus. Aber ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe, der ist ja quasi fast umsonst. Nein, es geht ja nicht darum, aber bei uns in der Gemeinde hat man die Möglichkeit, aus dem Wald einfach sich einen Baum zu holen für 1 Euro. Und das haben wir gemacht. Wir haben das ja vor die Jahre auch schon immer gemacht. Und ja, das hat sich der Anton ausgesucht. Ja, der ist natürlich nicht so buschig und nicht so standard genormt wie die gekauften, die natürlich so total, ja, mega pompös aussehen. Der ist halt ziemlich einfach und so, ja, schlicht, sag ich jetzt mal. Aber wir finden ihn trotzdem schön und ja, nächstes Jahr kaufen wir uns vielleicht auch mal einen künstlichen oder so. Ich weiß, auf jeden Fall nächstes Jahr überlegen wir uns was. Aber ja, ich finde ihn trotzdem schön und ja, wie gesagt, nach 1 Woche kommt er ja eh wieder weg. Ich finde die Kugeln übrigens super schön. Die gab es im Lidl und das war ein Set aus diesen ganzen tollen Dingern. Hier, guckt euch das mal an, die sehen so schön aus. Ja, fokussieren. Und sogar Disco-Kugeln habe ich hier. Passend zu mir. Ja, so schauen die guten Dinge aus. Finde ich ganz toll. So, und so schaut das gute Ding aus im Tageslicht. Das wollte ich euch ja noch abfilmen. Ja, so steht das jetzt hier. In der Küche ist noch Chaos. Da sind die Stühle beim Tageslicht. So schauen die aus. Mit diesem Gestell. Ja, und ich finde, der sieht so toll aus. Also wir haben den halt immer noch nicht behandelt. Also sprich abgeschliffen und Lackierung drüber gemacht. Wir haben aber, ich habe schon das Zeug dafür geholt beim Baumarkt. Ich hoffe, das war das Richtige. Das seht ihr dann schon im neuen Jahr in dem Vlog, wie wir das behandeln werden und bearbeiten werden. Und mit der Sitzbank haben wir erstmal überlegt, es sein zu lassen, weil das ist mir alles hier ein bisschen zu knapp. Weil, ja, wir machen das jetzt weg, also die Markierung logischerweise, und verlängern vielleicht eventuell mal später einfach nur die Treppe, bis halt diese Steinwand, wenn wir mal die Treppe irgendwann mal machen, und lassen das hier einfach so. Und jetzt wird am Wochenende auch der Kamin komplett zu Ende gespachtelt, und hier habe ich so schöne Holz, die Kaminbank war ja hauptsächlich wegen dem Holz. Wir haben jetzt gedacht, wir können diese Holzbank ja immer noch machen, auch wenn es, sorry für meine Nägel, wir können die Kaminbank ja immer auch noch in 5 Jahren machen. Unser Setzungsriss, seht ihr das, wie krass der geworden ist. Echt schlimm, ne? Ich hoffe, der wird nicht noch größer. Ja, auf jeden Fall habe ich so schöne schwarze Ständer gesehen für Holz. Die werden wir hier hinstellen und das wird voll edel aussehen, weil die Tischbeine ja auch schwarz sind und das wird auch schwarz. Und am Kamin die Umrandung, also hier auf dem Boden kommt ja so ein schwarzes Blechchen und der Kamin hier unten wird auch komplett schwarz. Das wird, ups, das war die Puppe. Ja, und hier auf diese Wand kommt jetzt eine Tapete drauf. Wir haben eine Tapete bestellt und das wird so bombastisch, Leute, aussehen. Also nächstes Jahr gibt es wieder 10.000 Veränderungen, weil beim Einzug wussten wir damals ja noch nicht, wie und was wir das genau gestalten. War ja auch nicht die Zeit für. Und jetzt haben wir endlich die Zeit, also hier die Wand. Und hier die Wand wird tapeziert in einem Dunkelblau. Seid gespannt, wie das ausschauen wird. Also ich habe so eine Vorstellung in meinem Kopf und die habe ich schon ewig und ich will das alles so, das wird richtig edel aussehen und ganz schick. Und hier kommt dann eine Bildergalerie hin. Also nächstes Jahr gibt es ganz, ganz viele schöne neue Sachen. Wieso fokussiert meine Kamera? Ja, ich wünsche euch was. Bis dann.